Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Forge of Glory. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen was gesammelt an Gold. Ja, wo fangen wir denn an? Ich bin Rang 1, glaube ich, genau. In meiner Liga bin ich auf Rang 1, habe halt ein bisschen gegen Gegner gespielt, habe ein paar Portalsteine benutzt, ein bisschen Gold geholt. Steine habe ich leider immer noch zu viele. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich die Raute raushauen soll, weil die einfach abartig lange dauern. Das Schloss ist in 33 Minuten fertig. Dann, ja, könnt ihr für die Goldminen weiter ausbauen. Gut, das ändert hier nicht viel dran. So, ich habe 364 von den Gems, ich habe 12.000 Steine und fast 37.000 Gold. Wir nehmen uns erstmal die Erfolge hier alle mit. Werte Lord auf Stufe 30 auf. Er ist mittlerweile Stufe 30. Ich habe so oft so die ganzen Karten gespielt, dass sie halt so viel aufgelevelt sind. Bau das Goldlager auf Stufe 2 aus. Bau den Machtturm auf Stufe 3 aus. Bau das Heiligtum auf Helden. Der Helden auf Stufe 3 aus. Baue 10-mal einen Gegner. Also 10-mal einen Raumzug einfach machen. Und jetzt habe ich schon 12-mal insgesamt. Und allgemein besitze 30.000 Gold und erhalte 5 Wiederbelebungstränke. Jetzt sind wir bei 388 von den Juwelen. Und wir werden erst einmal unsere Helden aufleveln und dafür brauchen wir erstmal neue Helden. Ich habe 67 Seelensteine. Und mich würde es einfach mal interessieren, was passiert. Das bringt es eigentlich gar nicht, jetzt schon irgendwie versuchen, den epischen Seelenstein zu kriegen. Erstmal habe ich nicht genug Shards, denke ich mal. 200, 2800 sind einfach nicht genug. 40 kostet es jetzt und es geht halt immer höher. Deswegen werden wir einfach mal alle reinpacken. Und wir holen uns erstmal ein paar neue Helden. Ich habe 67 Stück davon. Heißt also, wir können uns ein paar Helden holen. Kann man das ein bisschen beschleunigen? Können wir. Sehr gut. Ich brauche aktuell Stufe 2 Helden. Ich habe zwei Stufe 2 Helden bekommen. Sehr gut. Kann man jetzt gerade nichts sehen, ne? Nö. Den nächsten reinhauen. 450 Gold ist ja auch nichts. Ah, zack. Stufe 1, Stufe 2, sehr gut. Stufe 1 Kreatur, Stufe 2 Kreatur. Nochmal Stufe 2 Kreatur und ansonsten nur Stufe 1 Helden. Etwas ärgerlich. Egal. Wir haben noch genug noch genug von den Dingern. Aber vor allem, ich krieg die Seelensteine so easy. Es ist krass, wie einfach man die kriegt. Ah, das ist Stufe 2 Held, sehr nice. Das heißt, ich kann meine Helden gleich mal aufrüsten. Und zwei Stufe 2 Kreaturen. Ich bin noch unschlüssig, wie ich das machen soll. Gerade so meine Stufe 3, mein Stufe 3 Lord, den kriege ich ja nur höher mit Stufe 3 Einheiten. Wäre ganz cool, wenn ich mal Dreier kriegen würde. Da ist eine Kreatur. Das ist kein Held. Das ist ein Held, aber er ist Stufe 2. Nur 1500 Charts, sehr nice. So. Achso, ja, du kannst Helden, die du nicht brauchst, verkaufen, dafür Gold erhalten. Ich weiß nicht, irgendwo müsste ich auch mal ein Maximum haben. Ich habe gar keine Helden mehr tragen, keine Helden mehr. keine Helden mehr benutzt, halten. Dann gucken wir gleich mal. Boah, geil, ein Heilbonus auf das Feld. Haben wir irgendwie noch was Geileres? Aber ich glaube, die haben nur Heilung, ne? Hier zum Beispiel friert alle Wächter rein. Das möchte ich gerne haben. Den werde ich also austauschen, die 30er, die Hexe der Ödnis gegen ihn, gegen den Priester. Alle einzufrieren finde ich besser als Heilbonus. Hier sind, ja, das brauche ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Da finde ich es besser, die einzufrieren. Zack, tauschen wir aus. Dann werden wir den gleich mal verbessern. Ich habe jetzt natürlich keine. Achso, warte mal, hier kann ich das so machen. Kreaturen. Ich darf halt nur maximal eins annehmen. Wir werden die ganzen mal verbessern erstmal. Auf Stufe 8. Die ganzen Einser muss ich hier reinhauen. Zack. Da brauche ich genau, eine Einsterne-Einheit, um mir aufsteigen zu lassen.
Dann gehen wir erstmal hier hin. Verbessern. Brauche ich 2 2-Sterne-Einheiten. Wen nehmen wir noch? Mal ganz kurz, was haben wir denn hier für Fähigkeiten noch? Heilt Helden um HP. Hat das keine Fähigkeit? Wirkt einen Bogenbonus. Gut, den haben wir ja schon. Ich könnte da theoretisch nur den mit Dings hier, der hat einen interessanten Skill gehabt. Fügt einem Mächtigen 642 Schaden zu. Na, der Bogenbonus finde ich einfach interessanter. Fügt einem zufälligen Siegel auf dem Feld einen Schaden zu. Das ist auch relativ stark vertreten auf den höheren Ebenen. Aber ich bin aus Spirit Stones gewohnt. Ich nehme mir die Skills mit, die mir einen so ein Bonus-Ding bringen. Kostet mich zwar gut, 2250 Gold ist halt auch nichts mehr, ne? Das ist lächerlich. Und hier noch einmal verbessern. Ich finde die Spinne ganz cool. Wir nehmen mal den hier mit und den hier. Jetzt sind die endlich Stufe 30 und hier dummerweise muss ich halt ich habe 3 Sterne hin, cool. Was haben wir denn hier für einen? Dämonenjäger. Okay, und wo habe ich noch einen 3-Sterne-Held? Wo ist denn der? Ich habe doch irgendwo noch einen anscheinend. Achso, das ist die Kreatur. Der Wächter. 11 Wächter habe ich jetzt halt auch. Ja, sowas reinzupacken wäre schon ziemlich edel, aber gut, den werde ich dann doch lieber benutzen, um meinen Helden aufzurüsten. Es kostet 9000 fucking Gold. Alter, das ist teuer. Aber wir machen's. Stufe 4. Sehr, sehr geil. Alle sind jetzt also wieder Stufe 1. Und jetzt haben wir übrigens alle überall Fähigkeiten. Friert alle Wächter ein, habe ich 2-mal. Und hat einen Bombenbonus und einen Bogenbonus. Mir fehlt halt das Schwert noch. Er müsste theoretisch ein Schwert haben, der Priester. Ne, der müsste ein Schwert haben. Fügt den Schilden aller Wächter, bla bla bla. Fügt einem Siegel hinzu. Ne, also das, was ich eigentlich haben möchte, ist hier nicht dabei. Wir haben 14 Erfolge, die werden wir gleich mal durchklicken. Ich glaube, die Folge kommen wir nicht mehr viel zum Spielen. Wir nehmen erstmal überall Einheiten mit. Zack, zack. 1 Sterne, 2 Sterne, 1 Stern, 2 Sterne, 1 Stern, 1 Stern. 1 Stern, 2 Sterne und 1 Stern. Und 650 Shards. Ja, mehr 3 Sterne wären ganz cool. Ich habe ja die Möglichkeit, theoretisch 3 Sterne zu kriegen und den seltenen Seelenstein. Aber die wollen nicht so recht. Oh, so viele 2 Sterne. Nice. Aber halt Kreaturen, auf die ich halt nicht so heiß bin. Ich krieg so viele Seelensteine, das ist Wahnsinn. Ups. Ach stimmt, da war ja was gewesen vorhin. So. Tausend Gold kriege ich dafür. Nehme ich mit. Die 2-Sterne-Helden bleiben mal. Kreaturen habe ich auch noch, ne? Wächter. 31 von 45 Kreaturen. Die werden wir gleich auch mal ändern. Den hier kann ich verbessern. Und vielleicht mal austauschen. Siegel der Stille. Was haben wir hier? Erhöht die Stärke eines Siegels. Sitzt. Also grundsätzlich ist er wahrscheinlich wesentlich stärker. 438 macht ein bisschen mehr Schaden. Achso, er ist grundsätzlich Stufe 2. Na, den werden wir gleich mal austauschen. Siegel der Stille. So, wir haben hier Blutung und Siegel der Stille. Na, dann werden die einfach verbessert, würde ich sagen. Achso, geht. Na, die muss ich damit verbessern, ne? Na, dann werde ich alle einen Stern hier reinpacken. Hm, 20. Zack, die Zentauren werden verbessert. Jetzt könnte ich theoretisch 2 2 hier reinpacken. Ich werde mal die Kreaturen dafür benutzen.
Jetzt kann ich sie halt auch Stufe 30 aufrüsten. Und das gleiche halt mit ihm theoretisch noch. Ups. Die Spinne sieht auch ziemlich cool aus, die Albtraumspinne. Hat einfach mehr HP. Aber halt weniger, weniger Damage. Und ich finde halt, die Fähigkeiten zu auszusetzen ist halt viel cooler. So, sind wir bei 18. Und wir können hier noch Prüfungen theoretisch machen. Und ich habe ja so viele Relikte, die ich halt benutzen könnte. Mal ein bisschen hier. Bam! Alter, er kriegt so viel Leben dazu. Genau, wie wir die hier verbessern können. Achso, der war schon auf dem zweiten, interessant. Meine Helden, den habe ich noch gar nicht verbessert gehabt bei den Prüfungen. Kommt auf jeden Fall ein bisschen höher. Ich habe so viel Gold gesammelt und ich werde auch weiterhin so viel Gold sammeln, aber ich muss auf jeden Fall erstmal erwachen. Erstmal aufleveln wieder. So, was nehmen wir denn hier mit? Vorne werde ein vorheriges Relikt auf, ist da unten. Also das können wir aber machen. Edelstein der Vorfahren, mache ich mal. Zack. 16 Schaden dazu. Sehr gut. Stufe 2 Bonus. Warum 0 von... Achso, 0 von 4 brauche ich jetzt als nächstes. 4 Stück brauche ich jetzt davon. Für den nächsten Bonus. Hier brauche ich noch was. Dann schauen wir, was wir hier machen können. Können wir gerade nichts machen? Sind das alles die gleichen? Ne, können ja gar nicht sein, oder? Nein. Hätte mich arg gewundert. Wir nehmen hier mal mit seiner Eigenschaft mit. Wir kriegen... Antimagie. Solange Wächter am Abschnitt unter dem Einfluss von Zauber steht, erhöht sich die Angriffskraft des Herrn um 15%. Okay. Mal gucken. So, was haben wir hier? Seelenfresser. 8 Schaden dazu. Sehr gut. Und jetzt haben wir hier nichts mehr. Und der hält. Da können wir mal ein bisschen aufstufen. Den hatten wir gerade angefangen gehabt aufzustufen. Sehr gut. Und noch eine Eigenschaft. Auch Antimagie. Und hier können wir das noch aufrüsten. Seelenfresser. 3 Schaden dazu. Und hier 25 Leben dazu. Der Titanspiegel. Und hier kann ich auch noch was aufrüsten. Fackel des Blutrausches, 25 Leben dazu. Kugel des Hexenmeisters, 25 Leben dazu. Und langsam, langsam, langsam geht's hier auf die, auf diesen Skill hinzu. Hier haben wir auch noch was. Schleier der Hexerei. 3 Schaden dazu, wow. Bloß nicht so viel machen. Wer hat da Relikte auf, um die Eigenschaften freizuschalten? Das ist wahrscheinlich dann bei Stufe 3 oder so. So, jetzt haben wir ordentlich Gold rausgehauen, muss ich sagen. Er hat ernsthaft hier welche rausgehauen? Ich glaube, das spinnst du da wohl. Nee, nee, nee. Das darf ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Schauen wir mal da raus hier. So, der hier rein. Dann der hier. Dann... Der Assassine war hier hinten gewesen, ne? So, zack, und das Bomben, sehr gut. Entfernt eine Infektion vom 12 zufällig ausgewählten Stein auf dem Feld, Ablenkzeit. Gut. Ja, wir können noch einen Kampf noch machen, warum nicht? Ich habe übrigens, als ich gespielt habe, auch etwas Neues herausgefunden, was halt zufällig kam, was ich gar nicht wollte. Einmal das Siegel des Waldes wurde uns erklärt. Infiziert zu Beginn einer jeden Runde 2 Steinreihen mit Kletterpflanzen. Die Infektion kann entfernt werden, indem du die Steine kombinierst oder die Fähigkeit Reinigung einsetzt. Das Siegel wird durch Boni zerstört. Sowas gab es in Spiritstones auch. Und das Siegel der Stärke erhöht zu Beginn einer jeden Runde die Stärke eines zufälligen Siegels um 1 Punkt. Der Effekt kann mithilfe der Fähigkeit Siegelbruch entfernt werden. Das Siegel wird durch Boni zerstört. Und eine neue Einheit, die einfach mal zufällig gespawnt ist. Ein Kamikaze-Skelett. Wenn du es nicht tötest, bevor die Lunte abbrennt, macht es einen riesen Knall. Das hat jetzt auch einen Count, einen Timer drauf. Also es dauert irgendwie so 3-4 Runden oder so, bis es dran ist erst. Und ja. So. Ich denke, wenn wir jetzt kämpfen sollten, wird das relativ easy.
Ich habe das Level 16 habe ich einfach mit Autokampf immer wieder machen lassen, weil interessanterweise das, die CPU weiß einfach viel besser Bescheid, wie man was zusammenrechnet. Das war irgendwie das Falsche. Warum ist er nicht als erstes? Ich verstehe es nicht, okay. Macht nichts. Die CPU weiß halt viel besser Bescheid, wie sie was zusammenzurechnen hat und so. Das, ich finde das total crazy. Also ich kann hier dummerweise auch nicht fokussen. Ich muss dieses Siegel entfernen. Zack, Siegel zerstört. Sehr gut. Schon mal sehr, sehr toll. Ganzen Skills gleich wieder auf Cooldown. Bam, 600 Leben dazu, sehr schön. Da können wir ja noch einmal eine Bombe zünden. So, aufgestiegen alle gleich halt. Ich brauche halt nicht so viel Erfahrung am Anfang. Werden sie gleich mal. Kann man hier auch noch, zack. Alle Skills immer sofort nutzen, die gehen. Kombination. Bam. Ah, mich reizt das Spiel schon sehr. Mir gefällt's. Batsch. Aufgestiegen, ja. Wäre natürlich wesentlich stärker, wenn sie halt aufsteigen dann die ganze Zeit. Brauche ich einfach nur ein bisschen leveln und oder ein bisschen spielen und ja. Kriege halt so viel mehr Damage dazu. Und das ist der Overkill. 3 Sterne haben wir für das Level erreicht. Alle aufgestiegen, wieder Gold und Tasche. Und da geben wir nochmal einen kleinen Seelenstein wahrscheinlich dazu. Ja. Und so kann man halt easy die Seelensteine farmen, einfach die Level immer und immer wieder machen. Sogar 5 Energie bekommen, sehr gut. Und Relikte kriege ich halt auch ohne Ende hier. In Ordnung, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze kleine Pause, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir auf jeden Fall das Schloss auch dann fertig. Können wir weiter aufrüsten. Die Goldminen und die Goldspeicher, den Stein, das Steinlager, und ich kann noch ein Steinlager bauen durch das Upgrade auf das Schloss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Forge of Glory. Bis dahin. Ciao.